Bin gerade im Überlegen, welche Taste ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, aber ist ein bisschen schwierig. Ja, super, Nillen. War es das jetzt? Komm ich hier raus? Soll ich da hinten jetzt doch noch was machen? Erinnerungsserver. Kann ich das jetzt bei allen hier machen, oder? Nee. Nee, nur der leuchtet hier. Hier. Ah, okay. Okay. Moment. Ja, aber wie? Habe ich das jetzt gemacht? Nee, immer noch nicht. Ah, okay. Manchmal hört meine Steuerung von alleine auf. Tschüss. So, dann packen wir den mal da hinten hin. So. Muss hier ganz stark drücken. Es tut voll an den Fingern weh. Auf meinem Gamepad. Und nun? Können wir die den Leuten jetzt zurückgeben? Oder wie läuft das jetzt? Weil wenn wir das jetzt hier... Wir wollen den doch überall dann ran doggen, oder? Ach, hier. Schiene. Schiene. Mhm. Okay. Jetzt muss ich die Schiene irgendwie ändern. Kann ich das denn hier jetzt noch? Kapier, ich bin nicht so richtig, wie das hier funktioniert. Das ist alles voll... Ja, schön. Kann ich die Schiene auch hier bewegen? Die müssen ja jetzt überall ran. Ich habe gar keine Orientierung mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der jetzt schon dran war und wo nicht. So, sieht doch gut aus. Aber hier waren wir jetzt schon. Sieht man ja, tut sich überhaupt nichts. Irgendwo kam doch gerade die Schiene. Die soll mal wieder kommen. Mhm. Super. Klappt richtig gut. Bin, glaube ich, richtig dafür gemacht. Für den Scheiß hier. Ach, das war's? Ach so, das war's schon. Ich dachte, ich muss jetzt hier in jede Ecke wegen der Schiene und so. Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklinkt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft. Du hast die Erroristenrevolution neu gestartet. Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder. Zelle um Zelle geschändeter Gehirne. Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück. Die Neugeburt. Noch ruhelos sind ihre Köpfe voll Zorn. Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat. Und totgeglaubte Überzeugungen, gestärkt in der Gefangenschaft, entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden. Nichts hält unsere Kameraden auf. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge. Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups. Deine Zeit wird kommen. Edge! Die Wiederherstellung war nur partiell. Es gibt immer noch Löcher. Ich fühle es. Weiße Flecken. Das war nicht alles. Komisch. Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders hin übertragen. Ich erinnere mich, ich habe ihn getötet. Sir, die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze. Wir sind auf dem Weg in... Ich weiß. Warte eine Minute. Anruf Alexia. Verbindung unmöglich.
eine Nachricht hinterlassen. Alexia, verdammt, ruf an. Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an. Du kannst mich nicht hängen lassen. Ich brauche dich dort. Nachricht aufgezeichnet. Egoistische Kuh. Die Trennung. Egoistische Kuh. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Murren. Meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du spinnst, Frank. Ich hab keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen! Fick dich, Frank! Alex! Ja, nun bringen sie Fallen dazu, Alexia zu töten und willkommen im neuen Part. Ich soll wieder Erinnerungen manipulieren, deswegen spule ich mal hier nicht zurück. Doch, ich spule zurück. Wo darf ich rummanipulieren? Ha, ha, ha. Irgendwann kommt was. Da. Da war was. Noch ein bisschen zurück wohl. Oder noch weiter. So. Erinnerung wird verändert. Ich auf einem Foto nicht neben dir? Dann noch die Flasche. Ah, die hatte ich doch schon. Die Flasche, wo? Da, da, oh. Der ganze Beistelltisch, warte. Mhm. Und wir verändern noch weiter. Den hatten wir jetzt schon. Den haben wir verstellt. Der bleibt so. Der bleibt so, habe ich gesagt. Die hatten wir schon. Die hatten wir schon. Ja. Da. Aha. Koffer. Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Was ist mit der Flasche? Du schwindst, Frank. Da, da ist noch was. Nein, ich will das andere. Das, was hier vorne ist, diese Platte, da. Die Zigarette umkippen. Ich hab so, reicht das schon? Alex, wage es nicht zu gehen! Hm. Fick dich, Frank! Reicht das schon? Alex! Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das lassen wir mal so. Zigarette lassen wir so. Ich weiß nicht, ob wir den Koffer irgendwie doch noch bewegen sollten. Ich weiß es nicht. Was war bei ihm jetzt noch? Da ist was. Eine Kleinigkeit habe ich hier übersehen. Waffensicherheit, ah. Ich dachte ja alles. Ups. War das jetzt richtig? Bitte zurückspulen. Ich glaube, es ist nicht richtig. Ich glaube, er soll sie erschießen. Das wäre ja sonst komisch. Was ist mit der Flasche hier? So. Und nun?
Da schießt er sich doch wieder. Warte, da schießt er sich ja wieder selber. Ist ja Quatsch. Machen wir die also nochmal. Oder? Ich gab dir alles. Ja, nee. Das kann's nicht sein. Das kann's nicht sein. Die muss also wieder ran, die Sicherheit. Geht das automatisch? Ja. Die Flasche machen wir. Die möchte ich schon so haben. Genau. Nee. Nein. Nee. Ich gab dir alles, Frank. Ohne Mohren. Meine besten Also Jahre. Die Flasche liegt da schon mal. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. So. Jetzt die Waffe irgendwie. Jetzt die entfernen. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Den verschieben. Frank. Ich Und das andere Ding hier. Nee. Nee. Nee, das hier vorne. Ich komme an das Ding hier vorne. Die Zigarette wird das sein. Die Zigarette, die pack mal runter. Nö, das ist auch in Ordnung. Ganz langsam. Zur Zigarette bitte. Zur Zigarette. Da. So. Alex, wag es nicht zu gehen. So, die Flasche ist unten. Genau. Dann ist er wieder tot. Das ist auch nicht gut. Ich bringe ihn immer um. Ja, gut, das mit der Zigarette wohl nicht. Dann. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist noch was. Das ist der Koffer, ne? Hallo? Der Koffer. So. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst weg. Ich gebe mir die Mühe, zu verstehen, was ich überhaupt vorhab. Aber ich glaube, dass das so eher der richtige Weg ist. Wage es nicht zu gehen! Aber wie, was? Dann fällt er hin. Willst du mich erschießen? Ah, okay. Du kippst ja gleich um. Okay. Ach komm, Frank. Du entsicherst doch nie. Das war's. Alex! Jo, das war's wohl. Die Alex, die so heißt wie ich, die hat er erschossen. Sir, wir kommen, um Sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine! Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall. Den Gefallen tue ich euch nicht. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Das ist schon übel, was sie macht, wenn sie die Erinnerungen so verdreht. Okay, gewonnen, Frank. Frank! Das war's mit Frank. Das Herz einer Mutter ist ein Abgrund, an dessen Boden sich stets Vergebung finden lässt. Honoré de Balzac. Oder so. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten,
nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin fangen. Cilla Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich, ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Episode 5. Kopfschuss. St.-Michel-Bezirk, 20.23 Uhr. Du wirst die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Cilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Leaper-Armee aufbauen. Finden Sie das Hauptbüro von Memorize? Achso, das können wir gar nicht... Hallo, was war das denn? Was war das? Ach so, wegen dem Strom. So, wie geht das jetzt nochmal? So, nach oben machen. Aber ich kann das doch gar nicht mehr hochheben. Mehr als so geht nicht. Mhm. Hört der Strom dann auf? Ja. Interessant. Okay, aber ich kann auch hier erstmal lang. Ist hier noch was? Nö. Nö. Nö, nix. Geh ich mal hier rein. Hallo, Sie da. Was macht die denn da? Putzt die die Wand einfach nur oder? Oder haben Sie da was entdeckt? Ist da ein Floh? Ist da ein Tier? Müssen Sie das wegwischen? Was Wichtiges? Okay, dann nicht. Und Sie reparieren hier oder, reden alle nicht so gerne mit uns. Na gut. Ich höre schon wieder Schreie, ist nicht schön. Nein, ich will hier nicht lang. Kann ich hier rumklettern? Warum konnte ich jetzt hier runtergehen, wenn ich da nicht lang kann? Da ist wieder so ein Ding. Ich habe ein Skaramech gefunden. Deswegen konnte ich hier hin. Für ein Skaramech? Mhm. Für ein Skaramech. Apropos, wir müssen auch mal wieder lesen. Ich höre doch immer noch einen. Sind das die Elektronen? Stimmt, ne? Ja. Dann muss ich ja da oben lang. Irgendwie muss ich was mit diesem Ding anfangen können. Irgendwas muss ich hier tun können. Und wenn ich da ganz schnell durchlaufe... Nee, dann stirbt sie mir hier weg. Das passiert dann. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nee, dann sterbe ich. Ich kann den ja nur oben kurz halten und dann muss ich weiterlaufen. Kann ich das Nein. Ich laufe immer. Ich will den halten und durchlaufen, aber das schaffe ich doch nicht. Oder? Ich schaffe es? Oh, ich schaffe es. Ich schaffe das sogar. Wow. Ich bin mir selber beeindruckt. Oh, ihr schon wieder. Es gibt ja auch die Marodeure und die Leaper und dann waren da noch so die Dritten. Es sind ja nicht alles immer Leaper. Ich verwechsel die immer. Ich sag das immer. Aber es sind ja gar nicht alles immer Leaper. Man muss das ja eigentlich auch unterscheiden. Machst du mal auf hier, oder? Ja. Was ist das hier? Die Maria, oder wer ist das? Nee.
Mhm. Jetzt kann ich hier Sachen bewegen. Das ist aber irgendwie recht uncool. Oh, nö. Nein, 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 ich will nicht. Nein, ich will nicht. Ja. Konfrontiere mich. Was? Konfrontiere mich? Was hat er gesagt? Voll übel. Was hat er denn? Es war klar, ich hatte wegen dem Strom voll wenig Energie nur noch. Ich muss mich erstmal wieder an diese Kämpfe gewöhnen. Ich bin nur noch hier spezialisiert auf Endbosse. Ja, super. Das Ende. Endlich. Voll der Aggro-Typ. Ja, ist gut. Ja, ich hab's schon kapiert. Du bist voll sauer. Hallo, wie kriege ich ihn denn alle? Das ist doch so einer, wo man erstmal seine Kumpanen, glaube ich, klein machen muss, damit es mit ihm geht. Aua, es tut ganz schön weh, wenn er zuhaut. Logikbombe, bitte, schnell. Okay, das kannte ich ganz gut. Meine Träume tun weh. Weg da, weg da. Ah, es war klar. Wie kriege ich denn das hier? Ich habe kaum Platz, ich sehe kaum was, ich habe kaum Platz zum Kämpfen. Und wie soll ich denn meine Kombos machen, wenn ich immer gleich schon wieder ausweichen muss? Das ist schon wieder hier alles viel zu eng gestrickt für mich. So. Mit so einem krassen Schuss geht's natürlich auch. Aua. Er holt sich halt immer wieder neu, ist echt blöd. Aua. Ich glaube, das war ganz gut. Jetzt habe ich wenigstens den Fetten hier hingekriegt mit meiner Raserei. Ja, richtig so. Richtig so. Hier war ich jetzt auch noch nicht. Richtig? Was heißt das denn immer, dieses Aug-Kompass? Da kann ich doch lang. Oder soll ich da lang? Hier soll ich lang. Ah, okay. Mann, die Kamerafahrt finde ich hier gerade so ein bisschen... Schnell. Das ist unsere letzte Chance, Memorize den Genickschuss zu verpassen. Noch ein Auftrag? Ich bin keine Sklavin, Edge. Und ich bin nicht dein Gewissen, Nillen. Du bist so frei wie jeder andere. Hier kann ich auch lang. Aber hier kann ich doch nicht lang. Wo kommen wir denn jetzt bloß hin? Okay. Liegt hier wieder was auf dem Tisch? Bitte? Nein. Nein, tut's nicht. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ein bisschen Heilung für unsere arme Nillin, die sich schon durchschlagen musste. Die
Militärwesen bis zur Cyber-Einheit, überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Ich kenne diesen Ort. Wurde verwüstet. Die Erroristen verbreiten Chaos in der Stadt. Nutze es, um zu Sillas Büro zu gelangen. Bürger von Neo-Paris. Die Leaper-Bedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung bis zur Saber-Einheit, überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Okay, das werden wir aber im nächsten Part machen von Remember Me. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!